In diesem Video erzähle ich dir, was du unbedingt musst beachten musst, bevor du in diesem Sommer in die Ferien fliegst. Damit dein Flug und alles drumherum nicht stressig ist, sondern du es richtig kannst geniessen und dich entspannen. Ich habe das Privileg gehabt, in den letzten 5 Jahren für meine Arbeit an viele coole Orte rund um die ganze Welt zu reisen. Und auf dem Weg habe ich viele wertvolle Reisetipps gesammelt, die ich heute mit dir teilen möchte. Damit du nicht last minute an den Flughafen kommst, den Flug verpasst, am Gate einschläfst oder unterwegs merkst, dass du deinen Pass vergessen hast. Und glaub mir, das ist mir alles schon passiert. Haben wir uns umkehren? Weil ich meinen Pass vergessen habe. Hauptsache Kamera dabei. Für die Sommerferien steigt die Nachfrage für Flüge ins Ausland immer ziemlich extrem. Aktuell hat es aber für das fast zu wenig Personal am Flughafen, wo die grosse Nachfrage kann stemmen kann. Was sich aber hoffentlich bald ändert. Durch das kannst du sehr lange Wartezeiten kommen. Aber wie du die möglichst smooth kannst umgehen, das werde ich dir in diesem Video erzählen. Und vor allem verrate ich dir in diesem Video, was der Schlüssel ist für stressfreies Reisen. Also der absolut wichtigste Tipp, aber den kann ich dir leider erst ganz zum Schluss verraten. Okay, let's start. Beim Packen ist es immer mega wichtig, dass du keine Akkus oder Powerbanks in den Koffer einpackst, weil die gehören ins Handgepäck. Beim Handgepäck ist es zusätzlich wichtig, dass du möglichst klein haltest. Und dann schau, dass du genug früh am Flughafen bist. Normalerweise sagt man für Kurzstreckenflüge 2 Stunden vorher und für Langstreckenflüge 3 Stunden vorher. Aber weil jetzt während der Sommerferien viel mehr Leute am Flughafen sein werden, beachte bitte die von Swiss empfohlenen Uhrzeiten, die du per E-Mail vor dem Flug bekommst. Weil dass du musst ein bisschen anstehen bei der Sicherheitskontrolle, das kannst du leider nicht umgehen. Check-in unbedingt online via App von deiner Fluggesellschaft. Also jetzt bei mir mit Swiss. Mit der Swiss-App kannst du 23 Stunden vor dem Abflug direkt deine Bordkarte laden. Mit der App ist man bestens informiert, wie der Status vom Flug ist. Also ist er pünktlich, verspätet oder sogar annulliert. Und du hast einen Ort, wo du alle deine Dokumente kannst sauber ablegen kannst. Über den Chat Assistant im App oder über die Webseite kannst du am schnellsten zu Infos kommen zu deinem Flug, ohne dass du am Infoschalter musst anstehen musst. Was du weiter kannst benutzen, ist der Airport Service. Da kannst du zum Beispiel dein Gepäck am Tag vorher bei dir zu Hause abholen lassen. Salü! Und es wird direkt auch eingecheckt. Im Flughafen selber wird es nachher automatisch auf deinen Namen. Wuppa! So kannst du nachher nur mit Handgepäck am Flughafen reisen. Übrigens ein weiterer Tipp. Gang mit dem Zug. Es lohnt sich, du kannst direkt bis zum Zürich Flughafen ganz unten herfahren und hast nur noch ein paar Minuten, bis du ganz oben bei deinem Check-in bist. Okay, durch das, dass wir gestern schon eingecheckt haben und der Airporter Service mein Gepäck zu Hause abholen konnte, kann ich jetzt einfach hier mit dem Rucksack direkt durch und direkt zur Sicherheitskontrolle und spare mir die Schlange hier hinten. Natürlich ist das ein bisschen die Luxusvariante und es gibt auch noch Alternativen zu dem. Du kannst zum Beispiel einen Pre-Baggage Drop-Off machen, also dass du selber am Tag vorher dein Gepäck kannst abgeben kannst. Oder einfach dann gerade am Reisetag einen Self-Bag-Drop-Off. Okay, 2 Minuten vom Check-in 1 ist hier hinter mir der Self-Bag-Drop und hier kannst du selber, wenn du am Abend vorher online eincheckst, kannst du die Gepäcketikette und mit der kannst du nachher die hier einscannen und kannst dein Gepäck hier selber aufgeben. Es geht mega schnell und meistens hat es da nicht viele Leute, wie zum Beispiel jetzt. Das Essen kannst du bis zu 36 Stunden vor dem Abflug online vorbestellen und bekommst es dann im Flug direkt serviert. Der nächste Tipp, leg dich chillig an. Ich gehe eigentlich immer im Trainer, weil es ist etwas Einfachste, wenn du durch die Security durchgehst und du nicht irgendwie gehört oder sonst irgendwie Sachen musst abziehen, sondern wenn du einfach so, wie du gerade angelegt bist, kannst du durch die Security gehen. Der nächste Tipp, nimm einen Pulli mit. Auch wenn es Sommer ist, wird es im Flugzeug doch ziemlich kalt ab und zu und dort lohnt es sich, dass du dich schön warm kannst anlegen kannst. Ein weiterer Tipp, wenn du dir das leisten kannst, nimm Noise Cancelling Kopfhörer mit. Im Flugzeug weißt du nie, was für einen Sitz du hast. Vielleicht hockt hinter dir oder vor dir ein schreiendes Baby und dort lohnt es sich definitiv, wenn du Noise Cancelling Kopfhörer hast. Und zudem, was ich dir auch empfehle, ist Videos downloaden, wo du nachher schlussendlich auch ohne Internet kannst hören oder schauen kannst. Und etwas, was ich mir immer vor dem Flug downloade, ist eigentlich einfach so eine entspannende, ruhige Naturmusik. Und so kannst du ganz entspannt in die Ferien fliegen. Ah nein, fast vergessen, der letzte und wichtigste Travel-Tipp. Das der wichtigste Travel-Tipp. Eigentlich läuft nicht immer alles genau nach Plan. Ja, manchmal läuft gefühlt alles schief. Genau in diesem Moment denke ich das Wort, das unser Taxifahrer in Schweden gesagt hat. No, but you know, everything has a reason. Just take it and accept it. True.